So, kurzer Einschub hier, bevor es dann weitergeht mit UCP Version 2.15. Sie habt ja einen kleinen Hotfix, ist bitte lad einfach die Version A runter, ne? Und ich erkläre euch ganz kurz, was hier schief gelaufen ist. Es gab ja einen kleinen Bug mit dem intelligenten Häuserreißen, was jetzt gefixt ist. Es wurde eine Default-Einstellung auf 5 gesetzt, weil wir doch gemerkt haben, dass vielleicht 24 Bauern für eine KI nicht die sinnvollste Art ist in der KI. Auch nicht so viele Bauern. Dann spammt ihr nicht so viele Häuser. Und ja, dann seht ihr mich jetzt gleich im richtigen Video. Also, bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Euer Xander ist wieder back am Start. Und heute Abend mit einem neuen Release vom UCP 2.15 ist draußen. Nach über ein Jahr hat es das Team geschafft. Und ich bin verdammt stolz drauf. Ich durfte daran mitwirken. Ich durfte Sachen einbringen und es ist vollbracht. Neue coole Sachen und ich schlage sie vor. Denn ich wurde gebeten. Jo, Xander, du kannst das so gut erklären. Lern mal die neuen Sachen. Damit dann auch jeder mitkommt. Und dann zeige ich euch gerne meine Installation. Macht sie einfach nach und ist. So. Also, was ist das hier alles? Link ist unten in der Description. Und schreibt bitte rein für mich diese GIFs hier. So, das hier, die GIFs, das GIF, das GIF, das GIF, das GIF. Alles von mir. Warum sage ich das? So nie gemacht. Und ich möchte gerne, dass es verständlich ist. Also, eigentlich möchte ich gerne, wenn dieses Bild gezeigt wird, dass klar wird, was drauf zu sehen ist. Was es aussagen soll. Dann schreibt in die Kommentare, versteht ihr es oder eben nicht. Das ist mir wichtig. Feedback. Rein in die Kommentare. Jetzt sofort. Okay? Danke. Ja. Würde ich sagen, ja, Spieltempo kannst du jetzt auf 9000 erhöhen, obwohl ab 10.000 und kommt nicht mehr macht. Null. Ja, das Meme ist da. Du kannst sogar auf 10.000 erhöhen, also Maximum 10.000. Ist auch geil, oder? Ja. Gibt ein paar neue ICs. Ist ein bisschen klarer, einfach für die Leute, die damit bauen. Ne? Hier noch so ein paar Änderungen, gibt es Optionen. Ja, ich meine. Ist jetzt für mich, ist ganz nett. Ist ganz nett. Könnt ihr, glaube ich, selber durchlesen. Hier auch noch ein paar Sachen. Drauf gehen wir jetzt nicht weiter ein. Wir gehen auf die Neuerung ein. Ein paar Verbesserungen an der Wolfsburg hier. Und natürlich, ganz wichtig, Leute, hier. Da. Xanathan Alpha ist auch dabei. Ein neuer IC ist draus. Ah, und übrigens, Tata wird mit AA geschrieben. Ohne O, also ohne H. Tatas. Ja, egal. Nicht so schlimm. Oh Mann, ganz lustig. Ja, Neuerung. Klar, bärtige Rennen standardmäßig. Krass, oder? Ist geil. Ich finde das so geil. Wer es nie verfolgt, der hat gesehen, wie geil das eigentlich ist. Irgendwas ist wie dieses bärtige. Es ist so insane lustig. Europäischer Punkt von jetzt. Pech wollte ich anzünden, wie auch jeder schöne Bild sieht. Kleiner Bugfix. That's nice to have. Ja, auch so eine dumme Sache. Firefly, was soll das? Warum hast du es überhaupt getan? Bulleneinheiten verschwinden nicht mehr. Beziehungsweise nur noch sehr wenig. Ist euch aufgefallen, wenn ihr irgendwas auspult, dass eure Einheiten plötzlich wechseln oder immer weniger werden? Weil die verschwinden. Die existieren einfach nicht mehr. Nicht, dass irgendwie Borggraben so oder so erstens absolut weird ist in der Wüste und zweitens absolut broken ist. Nein, man muss es auch noch nerven, weil die Einheiten müssen ja verschwinden. Und ich habe mich schon damals gefragt und ich freue mich so, dass es jetzt nicht mehr der Fall ist. Also sehr, sehr, sehr geile Sache. Ja, da gehen wir gleich drauf ein. Anpassen, dann welchen Defensiv-Rekrutierungszeit gehen wir gleich im Patch drauf ein. Auch denke ich klar mit den Bäcker sind manchmal verschwunden, jetzt verschwinden sie nicht mehr. Ist, denke ich, absolut sinnvoller Change. Verschwinden nicht mehr. Ein kleiner Bugfix. Auch hier eine Sache, auch ein Bugfix. Sag mal, dieser Pfeil regt mich echt auf, Mann. Mann. Dieser Typi ist vorher nicht so gelaufen. Dieser Typi ist. Ich erkläre es euch gerade, wie der gelaufen ist. Er lief zur Waffenkammer. Er lief zurück zum Gebäude. Hat eine Pause gemacht. Und lief dann zum Holz. Der hat nicht so einen intelligenten Dreierweg gemacht. Nein.
Er muss erstmal zurücklaufen und muss hier warten und Pause machen. Und alle anderen Waffengebäude machen. Waffengebäude, also Produktionsstätte, Waffenlager, Ressource, Funktionsstelle, Waffenlager, Ressource und so weiter. Und der gehört jetzt auch dazu. Also sind Armbrustschützen jetzt, also Armbrüste zu machen, nochmal besser. Ist doch geil, oder? Nice. Ja, Gerberin kehrt nicht ohne Kuh zurück. Was bedeutet das? Die wartet hier. Ist doch ganz nice. Dann läuft sich immer wieder zurück und wartet hier und muss erst hinlaufen. Nein, die wartet jetzt richtig vor Ort. Ist doch viel schneller. Ist doch cool. Leiterträger funktionieren jetzt, deswegen habe ich auch meine IC-Spoiler. Übrigens, das Video kommt noch in den nächsten Tagen. Ja, sehr viel Leiterträger verwendet. Weil die cool sind. Leute, Leiterträger. Funktionieren jetzt. Ist ganz cool. Häufigere Neuberechnung bei Erreichbarkeit. Was bedeutet das für euch? Ihr kennt es doch, die KI zerstört ein Haus oder ein Gebäude oder einen Tower. Dann wartet ihr so lange, bis ihr neuen Befehl bekommt. Das ist jetzt viermal so schnell. Macht schon einen Unterschied. Ist schon ganz cool. Sie sind einfach deutlich schneller und aggressiver. Das merkt ihr schon im Spielfeeling. Ja, reduziert der Baugröße von Apfelfarm ist, denke ich, klar. Alter, die ist. Ah! Ich will es euch doch nur zeigen. Ja, ich denke mal, war eh weird, dass hier so ein Teil mehr war unten und hier so ein Teil mehr. Ist jetzt weg. Ist doch ganz nett. Auch ein Bug. Hier, Apfelfarmers behoben Bug. Arabische. Hier ist Arabisch sprechen, ganz nice. Reden sperrt für die KI auch ganz nice. Also hier das hier, ne? Da gab es einen Bug. Also nicht so manchmal ganz komisch gedreht. Belaunskräte werden jetzt in die Mitte aufgebaut. Denn bei der KI war es so, wenn der Belaunskräte ausbildet, werden die immer rechts aufgebaut. Rechts oben. Oder links oben, meinst du mal? Ich glaube rechts oben. Das war teilweise absolut dämlich, weshalb die Baumeister da nicht rangekommen sind. Deswegen bauen die jetzt mittig auf, was ja auch eigentlich Sinn macht. Ein schöner Grafikfix hier. Da hat irgendwas mit Lord nicht richtig gestimmt. Mit Lord-Animation ist auch nett, dass auch eine Animations-Change mit drin ist. Und jetzt kommt ein sehr, sehr kranker Change. Oh mein Gott. Intelligenteres Einrichten und Abreißvoll. Besonders, dass die Häuser platziert. Es ist so insane cool. Werdet gleich sehen. Es ist so cool. Es ist absolut nice. Ja, und hierzu kommen wir auch gleich. Perfekt zum Testen, Leute. Perfekt. Richtig geil zum Testen. Ja? Und ja, verbesserte Installation der IVs. Nice. Würde ich sagen, gehen wir in den Patcher. Ich, kurz noch zu erwähnen, wenn ihr jetzt zu Downloads geht. Habt ihr einmal die 64-Bit-Version. Klassisch für jedes System. Ihr habt die 32-Bit-Version. Auch ganz nett. Und ihr habt die Lite-Version. Was ist die Lite-Version? Hier. Da. Die Lite-Version ist ohne AIV, AIC, Startressource und Starttruppendatei. Da ist nichts drin. Kari mag es, wenn es klein ist. Das macht schon einen Unterschied, ob der 31 MB runterladet mit den ganzen Borgen und AECs, oder? Oder eben nur 240 Kilobyte. Müsst ihr wissen. Ich kann beide Ansätze verstehen. IVs sind halt einfach verdammt groß. Okay. Ja, würde ich sagen, jetzt bin ich hier durch. Gehen wir in dieses Teil rein. Da haben wir es. Übrigens, nice Hintergrundbild, oder? Schreibt mal was in die Kommentare. Ich find's cool. So, ja, Bugfixes. Lass es so, wie es ist. Ist alles drinne. Verschwinden, Backup, Buddeleinheiten, alles drinne. Europäische Bogenschützen, der KI entzünden Pech. Fair und der Extra-Wix-Fallmacher, ja, alles drin. Lass es einfach drin, okay. Lass es einfach drin. Paylords. Ja, ich sehe schon, das meiste wurde ausgewählt. Macht es so wie bei mir. Obwohl, Sekunde mal ganz kurz. Ich mache eben ganz kurz mal einen Schnitt. Wir sehen uns hier gleich wieder. So, würde ich sagen, willkommen zurück. Ich habe jetzt nochmal das so gezeigt, wie ihr es auch habt im Default-Modus. Bugfixes sind alle drinne. KI-Lords. Ganz wichtig. Intelligenteres Einrichten, Abreißen von Häusern. Bam. Beides auf 10.
Super Einstellung, mehr braucht ihr nicht. Mehr braucht ihr nicht. Reicht. Was macht ihr? Was heißt denn das? Das bedeutet hier, wenn ihr sozusagen maximal 10 Bevölkerung mehr habt. Das bedeutet, ihr habt jetzt keine Ahnung, 90 Bevölkerung. Dann wird er ab 100 Bevölkerung keine Häuser mehr bauen. Keine zusätzlichen. Erst wenn es wieder erreicht ist. Es geht immer so weiter. Ist sehr schön. Weil dann baut die KI nicht alle Häuser sofort auf. Sonst tut die das nämlich. Wenn es komplett frei lässt, hat sie einfach ganz gut ein Spiel. So. Hier auch. Lagerfeuer. Wenn mehr als 10 freie Bauern da sitzen, baut sie auch keine Häuser mehr. Auch eine sehr sinnvolle Sache. Bei Vanilla war es so. Ich meine null. Da ist kein. So als ob. Wenn alles leer ist, also alles verbraucht wird an Bevölkerung, dann baut sie Häuser. Super bescheuert. So sehr, sehr smooth. Also. Nice. Ja, was ist das? Das ist dieser Punkt, der setzte Zeitpunkt, ab dem die Karriere hat der DLC rekrutiert. Schreit eigentlich alles. Die Leute, die es nicht wissen, die KI, ist euch vielleicht schon aufgefallen, rekrutiert am Anfang nur Verteidiger. Weil es im Skript so drin ist im Spiel, was für mich keinen Sinn macht. Und viele andere auch nicht. Und hier könnt ihr halt einstellen, wie viele Monate lang die KI ausschließlich Verteidiger rekrutiert. Und weil ich ein Mensch bin, der gerne mit meinen Werten spielt, na, IC ist ja auch drin, ne? Ja. Klick einfach drauf, ist auf 0. Das heißt, sie nimmt sofort die Werte der IC. Damit ist die KI deutlich aggressiver und deutlich schneller. Viel, viel schneller. Ja? Fast so schnell wie ein Spieler, was sie angefangen. Echt nice. So, bei meinen ganzen Einstellungen, zack, hier. Auswählen, auswählen. Zack. Genau, Rate mache ich meistens immer hier 0,5. Reicht. Einheiten. Oh mein Gott, ist das hier geil, Leute. Spearman Running. Sie rennen. Es ist so cool. Gucken wir uns gleich an. Es ist so cool. Und arabische Baumeister sprechen jetzt Arabisch. Aber ich glaube, es ist nur für den Spieler. Aber ich weiß nicht, bei einer KI, also bei den Unlock-Maps, ist egal. So. Haben wir hier die feuerfeste Zeit. Da gab es einen kleinen Fail. Es war nämlich so, dass damals war es schon eingeklickt. Standardmäßig war es auf 4000. Wenn es nicht anklickt, ist es auf 2000. Wir lassen mal auf 2000. Magilas denn fern. Kur ist bla bla bla. Zuschauermuster, feindliche Waffenfolge. Songwolify ist uninteressant. Launch GZ aufbauen, drehen die Spieler fest. Jetzt kommen wir hierzu. Manipuliere Zahl, Zufallszahlengenerator. So, ich klicke da jetzt mal auf. Was ist das? So, das ist das hier. Gameseed. Steht ja auch im langen Text drin. Warte, was haben wir jetzt kurz? Hier ist ein langer Text. Und jetzt sind hier so zwei Dateien drin. Einmal die random generierte Datei und einmal live. Ihr müsst diese Datei umbenennen in live. Was macht die Datei? Es ist ein Zufallszahlengenerator, was im Game passiert. Ihr kennt ja, dass jeder KI-Kampf irgendwie anders ist. Mal zündet die KI die Sachen an, mal nicht. Wenn ihr das hier aktiviert habt und hier diese Zahl dann kopiert habt, nochmal eingefügt habt und hier live hingeschrieben habt, das funktioniert mit live, steht hier auch drin. Genau, Name live. Da und ist hier wo live, genau. Dann macht die KI exakt gleich. Die Spiele sehen exakt gleich aus. Alle Zufälle sind gleich. Wenn die KI 82 brennt, dann brennt sie jedes Mal 82. Ist doch schon interessant, oder? Ja, IVs. Nächstes Mal die fixt. Weil jetzt hier natürlich meine. Dazu gibt es noch ein extra Video. Wird ganz nice. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Nach rausholen. Was halt schon zwei Uhr morgens, ich wollte das Video jetzt unbedingt jetzt noch fertig machen. Musste aber schon zweimal, weil die Aufnahme ist lau. Das war nicht gut. Wenn man es gepackt. Ja, würde ich sagen, wir haben alles eigentlich gemacht. Und installieren wir den ganzen Spaß. Auch schon wieder ein bisschen gequatscht, sehe ich gerade.
Aber es ist so viel, Leute. Es ist so viel Krams. Ich versuche es schon zu kürzen, aber so viel Krams, was erzählt wird. Unfassbar. Also, was neu zukommt. Die Wüste erwartet euch. Und jetzt testen wir ein bisschen was aus. Zuallererst testen wir den Spearman aus. Würde ich sagen, hier und hier. Ne, wenn wir mal den. Ja, doch. Warum nicht die Schlange? Warum mache ich nicht? So, würde ich sagen, fangen wir mal direkt an. Es ist so cool. Eure Beliebtheit sinkt. Guck mal, schnell die sind hier. Warte mal gleich, wie schnell die angreifen hier. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Bitte, Alter. Okay, gut, die Schlange tut mir was an. Könnt euch merken, ungefähr Februar 2021 angezogen. Jetzt rennen die Chipul an. Hier, sie rennen. Sie rennen. Es ist so cool. Es sieht ja nicht cool aus, Leute. Ich finde das so cool. Die sind so viel schneller. Es ist so cool. Und hier fackelt, brennt es ab. So, jetzt haben wir hier ungefähr das Feuer gesehen. Und wir merken das ungefähr, dass hier so ein Feuer ist. September, irgendwie Eisenmine und so weiter. So, jetzt wiederholen wir das ganze Spiel. Jetzt müsste ja eigentlich was anderes rauskommen. Aber ja, seid gespannt. Jetzt wird genau das gleiche rauskommen wie vorher auch. Achtet mal hier drauf. Hier kommen die Bogenschützen wieder. Hier zünden sie es an. Hier zünden sie das an. Hier laufen wir hin, jetzt greift der an. Hier verliert er wieder Truppen, habt ihr es gesehen? Es brennt weiter. Die Eisenmine brennt. Das ist doch absolut cool. Ich finde das so cool. Ich finde das so cool. Ja, würde ich sagen. Funktioniert, oder? Finde ich cool. Wichtig ist nur, ganz wichtig ist nur, dass ihr die exakt gleichen Einstellungen habt. Das bedeutet gleiche Farbe. Ihr dürft nichts berühren. Wenn eine Einheit berührt, ich werde jetzt hier diesen Unlock-Modus drin, dass man auch die KI sehen kann, wie man gesehen hat, dürft ihr keine Einheit berühren, weil sonst funktioniert das nicht. Aber für KI-Testen ist das ideal. Würde ich sagen, gehen wir raus. Ihr möchtet euch zurück. Und gucken uns doch mal einen anderen Kampf an. Wählt euren Gegner. Lass mal Richard gegen den Schwein kämpfen. Warum eigentlich nicht? Mal kämpfen lassen. Mal sehen, wie es auswirkt. Achtet auf die Häuser. Achtet bei den großen KIs bitte auf die Häuser. Guck mal, wie viele Häuser jetzt hier schon stehen. Vier Stück. Oder hier. Eins, zwei, drei, ebenfalls hier. Das ist jetzt fies Mover mit dem Aufbau her. Es wird auch nicht mehr sein, dass ganz viel rot ist. Hier ist mal was rot. Hier auch, aber die Arbeiter sind ja da. Sonst ist immer genügend da. Hier auch. Das tut der KI unglaublich gut. Unfassbar. Ne, das ist super cool. Und dass jetzt auch sofort Angriffstruppen rekrutiert. Habt ihr gesehen, wie schnell die Ratte gerade gekommen ist im ersten Angriff? Wie schnell jetzt Richard raidet mit seinen drei Piken? So, ich habe ihm ja Raid-Truppen gegeben. Das war vorher nicht möglich. Ich kann auch merken, dass sie hier die Piken was zerstören. Zack. Mal gucken, wo sie weiter langlaufen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Zack, wieder zerstört. Der Bergfried ist. So können wir uns ja dann nochmal angucken, ob der nochmal den Game Seed. Ja? Trotzdem, Nachteil im Game Seed, es ist halt alles sehr generalisiert. Mal sehen, ob man sehen kann, ob jetzt auch die KI sozusagen schnelleres Command bekommt. Ne, aber man sieht, auf jeden Fall irgendwas passiert. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Eine Nachricht so. Vom Schwein. Und ich denke, das ist schon ziemlich cool. Ich find's cool. Ich find's auch cool. Und ich habe sehr viel mit Leiterträgern experimentiert. Funktioniert sehr, sehr gut. Muss ich echt sagen, Leiterträger haben mich echt überzeugt jetzt in dem Patch hier. Ne? Eine sehr, sehr coole Sache. Ja. Gucken wir uns da an. Bisschen auf den Kampf hier. Richard gegen Schwein. Wer wird es hier machen? Richard ist hier momentan in der Dominanz. Er schickt seine Katapulte gegen das Schwein. Kann Herzog Truffe irgendwas dagegen auswählen? Leiterträger sind da. Er ist der Angriff kommt von Richard. Wie schnell die Angriffe kommen. Wir haben es 88. Der dritte Angriff von Richard. Kommt er hier durch, Ladies and Gentlemen? Kommt er durch? Nein, kommt noch nicht durch. Kommt noch nicht durch. Und ja. Das ist jetzt alles zum Patch.
Ist doch richtig geil. Ich denke, ihr habt alles gesehen, was man sehen kann. Ne? Im Belagerungsturm ist noch gehabt. Ne? Aber wie gesagt. Und Richard finisht das Schwein. Herzlichen Glückwunsch. GG. Und ja, würde ich sagen, in diesem Sinne. Ich bin raus. Ich denke, ich habe alles erwähnt. Wenn ihr Fragen habt, rein in die Kommentare. Ich beantworte sie euch. Ich bin ja ein netter Mensch. Und wenn ihr sonst irgendwas habt dazu, zum Patch, irgendwelche Anliegen, schreibt's rein. Schreibt mir auf Discord an. Genau. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen und Probleme habt, macht es. Ja. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen Erklärung geben, was es alles ist. Bisschen vereinfacht. Wenn ihr es nicht wisst, nutzt die Einstellungen, die ich da habe. Und packt sie einfach bei euch rein. Fertig, ihr seid gut. Ne? Egal, ob Multiplayer oder gegen KI-Kämpfe, sind das sehr solide Einstellungen. Aus meiner Sicht kommt ihr mit ganz gut klar. Ja, in diesem Sinne, euer Xander ist raus. Und ja, ciao.